Hallo, ich bin Thomas Pfeiffer und ich begrüße Sie zu den Grundlagen der Programmierung Datenbanken. Es spielt praktisch keine Rolle, mit welcher Programmiersprache Sie arbeiten, welches Betriebssystem Sie mögen, welche Art von Anwendung Sie erstellen. Datenbankkenntnisse sind unverzichtbar. In diesem Kurs fangen wir ganz von vorne an. Was ist eine Datenbank? Warum setzt man sie ein? Mit welchen Problemen bekommt man es höchstwahrscheinlich zu tun, wenn man keine Datenbank hat? Wir sprechen über die vorhandenen Möglichkeiten bei Datenbanksoftware, angefangen bei kleinen persönlichen Datenbanken, die auf einem Desktop oder auf einem Laptop installiert werden, bis hin zu aktuellen Open-Source-Big-Data-Lösungen wie MongoDB und HBase. Doch wir konzentrieren uns hauptsächlich auf klassische relationale Datenbanken. Welche Fragen sind zu stellen? Welche Schritte sind durchzugehen? Was ist alles zu berücksichtigen? Wir reden über Abfragesprachen. Das heißt, den eigentlichen Code, mit dem Sie Informationen in eine Datenbank schreiben und daraus wieder abrufen. Was wir in diesem Kurs behandeln, werden Sie nicht nur ein paar Jahre, sondern ich denke mal Jahrzehnte von jetzt an nutzen. Also, los geht's!